Adrian Schrems darf Sie zum diesjährigen Weihnachtstheater recht herzlich begrüßen. Wir spielen heuer das Volksstück Der Glücksbringer. Ein Schwank in drei Akten von Annemarie Rösler. Besonders begrüßen darf ich Herrn Bürgermeister Peter Stegel. Ich war gerade beim Datenschuss der Bäume.
Die Worte sind nicht mehr auch mit Öl verstanden. Aber Leonhard, was wollten die armen Leute saufen, nur das Geld hernehmen? Ja, das kann mir gleich sein. Ich bin jetzt noch gut zugewartet. Woje, da wird dem Schuster die Mehlsuppe aber nicht mehr schmecken. Wenn er das hört, ob es ihm schmeckt oder nicht, das geht mir nichts an. Ich will jetzt endlich mein Geld haben. Ist gut, ich will es ausrichten. Aber hoffentlich kommt der Platten bald nach Hause. Sonst kann ich bei denen noch übertachten. Für Gott. Nichts mehr Ärger habe ich mit den zwei. Der Platten, der mein Bruder, das ist der gleiche Fazit. Die zwei haben sie anscheinend so Lebensaufgabe gemacht, das ist mir recht Ärger. Jeden Tag gibt es einen Leichenverdruss durch die zwei. Aber jetzt ist Schluss. Und von den zwei bringe ich los. Wenn der Platten jetzt wieder nicht zahlt, dann friert er. Aber Leonhard, das kannst du nicht tun. Wo soll er denn hingehen, ha? Das kann mir gleich sein, wenn er noch recht weit fort geht von da. Aber Leonhard, da ist geht wirklich nicht. Schau, jetzt wo sie Dirndl, die vorne bei uns ist, wird sie vielleicht besser für ihn. Also wirklich, Leonhard, da ist das nicht tun. Nee, aber er darf sich beim Wirtshaus zurück am Tisch setzen und seine Brecken schmalbar spazieren dürfen. Ich habe nichts gegen die Fahne. Sie ist auch da aus Dirndl und nicht zu viel kann sie da bleiben. Aber das mit ihrem Vater, da ist es auch eine Geschichte. Naja. Er ist ja der spöttische Mensch. Aber ihr braucht es ja gleich nicht ernst nehmen. Respekt muss sein. Aber der hat ja gar nicht mehr Respekt. Wenn er mal mehr von mir, den Bier muss da. Aber jetzt soll auch nicht Leute ärgern. Hör mal mir. Gut, oder? Meinst du denn? Oh, ich brauche einen Schemmel. Wenn wir zum Sterzing fahren. Ah, was willst du als Sterzing? Dass der Rinderer kannst, was ausreicht. Ach so. Ja, von mir. Hast du wieder unten, ja? Ja, ich glaub, das ist die richtige. Das müsste noch sein. Ja, weil du so eine alte hast, dann müsst ihr zuerst einmal laufen. Weil dein Schemel, den brauch ich zum Schau dafür. Wenn du noch was ausrichten willst, Steffel, dann kannst du den immer zu mir schicken. Ja, wen soll ich denn schicken? Echt? Das ist einmal im Wald. Die Frau mag nicht. Was soll das heißen, sie mag nicht? Ja, gerade vorhin hab ich sie angeschaut. Da hat er das Maul angehängt. Ich bin nicht der Bauer, hat gesagt. Ja, da hat sie ganz recht. Ja, wenn du so willst, jetzt kann man das die Dienst packen können als weg von mir an. Das macht nichts. Wenn sie noch von mir haben. Conny! Conny! Du Leonhard, da ist geht aber nicht, dass du zum Buben das Maul anhängt. Du Conny, warum tust du noch nicht, was dir der Steifel anschaut? Ich bin doch zum Arbeiten auf dem Hof, nicht zum Liebesbrechen aus. Kein Grund, dass ich mich auslaufen lasse. Ja, wer soll ich denn auslaufen? Oft ist der ganze Ort los mit einer Wirtschaft, weil die keine gute Ruhe ist. Und der hat eh keinen Dreschen. Wenn der ist noch ausbrennt. Geh doch wieder in der Arbeit, Frau nicht. Ist schon alles in Ordnung. Ist recht wahr. Musst du selber noch stärzen, um die Geld zu einer Karte. Das wird dir so lieber sein. Ob sie was aus dem Haus gehauen? Ja, schier gehst du nicht. Das darf er nicht schon, wenn du ein bisschen manierlich umgehen hast mit dir. Ja, freilich. Zunächst legen wir jetzt den Zylinder auf und kommen wir die rein. So, und jetzt fahre ich nach Sterzing. Aber der Schemel bleibt im Stall. Gut, dann fahre ich morgen. Ja, wie war's? Wenn du abwechselnd und wieder mal was arbeiten darfst. Ha! Wenn du doch die Karte kennen darfst, dann darfst du mir keine Arbeit denken. Vielleicht darfst du selber einspannen. So, Lauser. Na Gott, kommst du mir nach. Jeden Samstag anrichten. Ja! Wir an der die Stasi, vorher war. Bei uns heißen wir an der Gym und heißen, ledig, lustig, gelb. Aber in der Stasi, gell? Das möchte ich auch, mein Lehrer. Aber Lehrer. Ich weiß noch, wie gut. Da unten ein Jahr. Das Sprichwörter gerne sein. Okay, da sind wir vor. Das ist recht, Leonhard. Aber sei nicht so hart mit ihm. Du kannst dich hinsetzen. Wegen was ich dich kommen hab lassen, das weißt du ja. Und was machst du mit der Frau, gell? Ja, ich werde mich da nicht auf so einer Großbauern dran kaufen setzen. Da könnte ja auch der Keischler da hinten bleiben. Hast du vielleicht schon zusammengerechnet, wie viel du schuldig bist? Ha! Im Rechnen war ich schon wieder so schlecht. Dann weiß ich auch schon um die Zeit. Ich kann ja auch nicht zahlen. Das sagst du jetzt mal, aber jetzt ist mein Geduld am Ende.
eigenen Augen. Tja, wenn du einmal sterben darfst, du weißt ja nicht einmal bei der Weisen, weil du der eigenen Eichschuldig bleibst. Da oben ist es vielleicht gut, dass du vielleicht sterben, nur mit dem Weisen zwei zu machen. Ja, was tut dann Menschen in alles aus Verzweiflung? Entweder er stirbt oder er sauft. Dein Durst noch muss die Art verzweifelt sein. Ja, da oder wann? Will man da wieder nicht mehr anschreien lassen? Ja, da hat er ganz recht. Also, wie schaut's aus mit Zahlen? Schlecht, ganz schlecht. Aber du bist zum Glück auf meine Verschuldung eh nicht angewiesen. Ja, da ist halt gar nicht mehr Geld. Wie lange zum Fenster auszuschmeißen? Du könntest das alles Barsche leisten. Oder das auch? Kriegsbringer im Haus hast. Ja, was weißt du von meinem Kriegsbringer, hä? Ach, geh weiter. Das ist für dich ein Ortsgespräch. Ja, anders können Sie mir Kriege gar nicht vorstellen. Sagt zwar immer, die dämmsten Bauern und die kleinsten Arbeiter. Aber das trägt nicht bei dir nicht zu. Du Frecher, ja. Ich werde mich schon hinten, weil da auf deine Bullentätigkeit anwesend bin. Der Heißbauer, leicht mir da nur den Glücksbringer. Vielleicht bringt mir der auch Glück. Und ich finde dann, da was mir das Geld leicht. Das geht das ja passen, hä? Also, du schuldest mir, da steht's, 1042 Schilling. Was seht's, Gast? Was? So viel? Das kann nicht stimmen. Ja, mein Lieber, du hast eben die Zinsen nicht mitgerechnet. Aber jetzt pass mal auf, dass du nicht zahlen kannst, ist hier gleich. Komm, wir erwarten. Vergelt's, glaube ich. Bis morgens Mittag um 12 Uhr. Morgen Minuten länger. Und zu dir, Kuh, geht aber 5 Minuten vor. Das stört mich nicht. Wenn ich bis morgen bis dann zum Tag halten, mein Geld nicht hab, dann kannst du ja beide auf der Straße draußen aufschlagen. Ja, so ist weg. Und ich kann die Zugluft nicht vertragen. Ich war. Warte halt wenigstens ein paar Wochen an. Nix da. Such dir ein anderes Zimmer. Das heißt, Bauer, wenn deine sanften Gesichtszüge so betrachtet, möchte ich mir gar nicht glauben, dass du kein bisschen Herz hast in der Brust. Gerade am Sonntag hat der Pfarrer so schön gewählt. Du warst ja in der Kirche. Ja, Frau, ich war in der Kirche. Du hast mich halt gar nicht gesehen, weil ich dich rausgehabt und nicht mehr vorne hinaus. Und ich hinten gestanden bin. Du hast nicht gehört, wie der Pfarrer gesagt hat. Und was ist nur die geringsten meiner kleinen Brüder da? Du bist doch nicht mein kleiner Bruder. Du bist doch nicht vorher gesagt worden. Ist es sei so. Aber geh da hin, Sam. Vielleicht gibt er dir dein 1042 Schilling und 10 Groschen. Du musst? Ja, von mir kennt es ja. Bei ihm fuhr was dazu. Ja, weißt du was? Du kannst doch das Geld vom Land meiner Frau herziehen. Ja, Frau Halli, alle Jahr 10 Schilling. Dann habe ich 124 Jahre mein Geld verloren. Dass du überhaupt nicht schaust. Deine eigene Tochter willst du ausnutzen. Ich kann es bis heute nicht verstehen. Wie ausgerechnet du zu so einem braven Mann gekommen bist. Du hast denn noch nichts gehört von der erblichen Belastung. Auf meine Fanny seid sie ganz klasse Hoffnungen. Ich bin einmal recht gut verheiratet. Dann hat er eh die Sorge ein. Dann schau dir dazu, dass sie einen Großbauern einfangen. Ich war jedenfalls nicht mehr länger auf mein Geld verstanden. Bis morgen sogar um 12 Uhr. Au weh! Der versteht keinen Spaß mehr. 1042 Schinken und 60 Groschen. Das ist ein Haufen Geld. Wenn ich ihm jetzt das Blatt rausreißen darf. Na, aber ehrlich, mein Sturz aus, nicht? Ja, und vielleicht hat er es mal anders aufgeschrieben. Ja, grüß dich Gott, Blatt, Schöster. Was machst du mit meinem Bruder? Eine traurige Geschichte. Schulden zahlen. Sollte ich halt. Ja, da weißt du schon. Ja, das sagst du mal. Frage. Das war schon ums Geld. Der Lehrer hat hätte bloß eine Freude. Ja, kannst du dir vielleicht fragen, wenn du sie eher gewinnst? Was ist sonst? Ich verstehe jetzt nicht ganz, wo da dein Bruder ist. Ja, Gottes Willen. Der hat mich mein ganzes Leben lang schmerzt genug geändert. Scheiß Bruder, wo ich seinen Tresen in den Hosen brauche. Er hat echt gestellt, ich hab dich für die Pflege gekriegt. In der Schule hat er alles weiß ich, was für ihn. Und zu guter Letzt hat er meine Hochzeit in den Reck geschafft. Ja, musst du die Stasi? Ja, Frage. Auf deinem Weg sehr Staub gehabt. Und du fragst dir was rein? Heid, immer. Aber ich geht ja alles auf. Thanks. Ist das schon? Du hast vielleicht Ärger kennt. Ich weiß denn. Mit dem sei Kriegsbringer verloren gegangen. Ich hab mit dir das verraten. Ich hab geglaubt, es hat kein Mensch Ahnung von der goldenen Sau. So, so? Ah, goldene Sau sagst? Ich hab gemeint, du weißt das schon. Ja, jetzt schon. Meins. Goldene Sau? Wenn sie leicht einmal verlaufen, musst nicht. Dein Heid, der Hirte ist ein Augapfel. Das war doch das Wenigste. Ich mein, wenn ich so einen Kriegsbringer hätte, warum man der Krieg und ich sitze morgen nicht auf der Straße? Ja, warum? Weiß. Der Eisenbauer, wie ich morgen nicht zahlen kann, aus dem Heißen wird.
den Wucherer. Ich kann nicht sprechen. Der würde den Applaus noch dort haben, aber da schien mir ein Regel vor. Du kannst dir da nichts leiden, dann meins. Du bist nämlich entschuldig. Wo steht's? 1240 Schilling. Und 60 Groschen. Was? So viel? Aber das ist mir gleich. Wenn ich dir nämlich wirklich aus dem Wort ausbringt, dann lass einen weniger, über den es ärgern wirst. Willst du mir das Geld vielleicht leichen? Lieber nicht. Du weißt, das sieht mir dann mal leichter kommen. Dann schenkst du lieber gleich. Wir verbrennen es Geld. Geh, halt deine Sprich für dich. Da, sag's ja. Ich sag dir eins. Sei still, weil ich muss in erster Linie schon mein Bruder. Gib's schon doch bei mir vorbei. Und grüß dir das Geld. Kommst du mir ja vor? Wir schon sein will. Nein, kann ich dir mal entfallen tun. Ah, da ist er her, da der Heinz. Ja, was willst du da schon wieder da? Da hörst du ihn. So, weiter mit seinem Bruder. Das ist ein ganz Gott für mich. Dabei wollte ich mir noch rausholen in meinen Onkel. Du und Onkelchen, hättest du ja jeder so eine Scheibe, du. Da wird man es doch gescheit haben. Wenn man die anderen Leute eigentlich mit anschauen muss, jetzt fangen wir jetzt wieder mit den Schmarrn an. Das wird auch noch ein Schmarrn sein, wo du mir da auf mein Leibstück gestohlen hast. Geh, lass dich auslachen. Du bist doch ein freier Mensch. So? Und auf das bist du neidisch? Das muss ich keine Scheiße erzählen. Das ist ja, was du für einer bist. Dass du da zum Unfriedenstiften hergekommen bist, das weiß ich schon. Aber da hast du von mir kein Geld. Aber der Straße ist ja schlecht, weil du jetzt hier heute schon laut. Wenn ich mal die Anlage wäre, der Armen soll. Wenn das alles ist, was du zum Sagen hast, dann kannst du schon wieder rein. Bei dir bin ich auch nicht gekommen. Ich wollte bloß wieder mal die Straße sehen. Ja, das glaubst du selber nicht. Wo steckt gerade ein bisschen was anderes dahinter? Dass du jetzt alle anpackst und rumgehst, musst du deinen Kopf so wie lange zu brechen gehen hat. Ich geh schon wieder. Sagst du der Stasi, mein Recht ist Kuss für mich, gell? Ich komm noch mal zu euch vorbei. Ich will dich aus, Bruder. Wird damit jeden Tag so wieder, ne? Ja, was willst du da noch da? Du hast mein schönes Geld geholt. Ah, ist nicht. Aber wenn du mein Geld Brünn siehst, dann bring ich 500 Schilling. Nix da, alles hat nix. Ist ja gut, sagen wir halt 1000. Ich hab das schon gesagt. Alles, oder du gehst. Ja, dann bleibt mir gar nichts mehr übrig. Übrig? Ja, wo hast du denn? Ja, ich wohne nur. So viel Geld. Drei Linien auf. Heisenbauer, mag das der Himmel verzeihen? Ich kann nicht zahlen. Was glaubst du, dass mir das wird? Du nicht treffen. Ihr könnt ja gar nicht mal dein Krieg verlassen. So was geht auf die Nacht. Ich hab euch jetzt sicher. Da raus, dann da oben rein. Ich werd's aber schon im Dorf noch weiter erzählen. Du mit mir unchristlich umgehst! Das ist mir gleich. Aber jetzt müsst ihr bloß lachen, weil ich mir ein Wind zahlen könnt. Da ist mir nicht Angst. Weil ich bringe raus aus dem Dorf. Das weiß ich ganz gewiss. Wo ist der Vater? Da draußen, was sagt ihr? Also Bürgermeister, jetzt darfst du mich nicht wieder fortschicken. Ich muss dir doch eine Meldung machen. Ich habe heute Nacht eine wichtige Beobachtung gemacht. Du magst jede Nacht eine andere Beobachtung. Das ist mal, geht es aber dich an. Pass auf, ich gestern am Abend um 11 herum in deinem Haus vorbeipatrouilliere, da sehe ich in deinem Garten eine schleichende Gestalt. Du hast schon mal gesoffen. Bürgermeister, da hätte ich meine dienstliche Meldung gemacht. Ich bin sofort in Deckung gegangen und habe den Kerl beobachtet. Da sehe ich, wie er am Spalier hinaufsteigt. Da habe ich ihn angerufen. Ja, was hat er gesagt? Nix. Fort ist er, wie der Teufel. Ja, warst du zuerst hingegangen und dann ist der Mann gerufen. Wer denkt denn, dass der Kerl ausreißt? Ja, was der von uns holen hat? Ja, da brauchst du nicht fragen. Einbrechen. Aber Unsinn. Wer weiß, was du wieder gesehen hast? Ja, der Nacht. Das ist der Hundstraßen, der hat gefällt. Das war bestimmt ein Einbrecher. Da gibt es keine Zweifel. Aber ich werde die Geschichte schon aufklären. Ich warte schon lang auf den großen Fall. Ja du bist mit deinen kleinen Fällen schon nicht fertig. Da hier ist doch eine Garste, was einmal gestohlen worden ist. Ja, hast du bis heute noch nicht gefunden? Eine Geiß? Das ist doch kein großer Fall. Ich meine, einen Kriminalfall. So wie es in den Romanbuchbüchern steht. Mit dem großen Unbekannten. Ja, Frau, unbekannt war der das heute noch. Ja, mein Lieber, du glaubst gar nicht, wie raffiniert heutzutage die Verbrecher sind. Ich lese gerade ein Buch, Der blutige Handschuh. Ja, mein Lieber, da kann man direkt was draus lernen. Ich bin jetzt schon bald am Schluss und weiß noch immer nicht, wer der Täter ist.
nicht? Ah, da ist aber da gar nicht zu. Sie ist ja sauber Gas, gell? Ich weiß schon, dass du dir nichts kommen lässt. Mir scheint, bist du jetzt verliebt. Aber ich komm schon drauf, gell? Überleg das mal, was du sagst, gell? Ja, können wir dich nehmen auf der Arbeit? Ausrichten, das zum Ausrichten ist.
Das ist ganz sicher wegen dem Schuster. Du Rassinger, ich hole ihn gleich her und rede ihm Joghurt ins Gewissen, gell? Na schau was, und das mit 56 Jahren. Ja, was hat denn der Punkt? Er braucht sich doch keine Gedanken zu machen. Ich gehe den Fall schon auf. Ja, was ist denn jetzt schon wieder los? Eigentlich wollte ich meiner kriminalistischen Nase nachgehen. Da trifft mich der Fahrer und schickt mich wieder direkt zu dir. Aha, wie kann man schon denken? Also, ich komme gleich zur Sache. Ich sollte ihr fest ins Gewissen reden. Nein, den Schuster, meint der Fahrer, sonst kommt er persönlich bei dir vorbei. Da war doch ganz gewiss, die alte Ratschen, die Schuhe hast du nicht mehr. Das kann schon sein. Auf alle Fälle sollst du das Geld, das du vom Schuster zu kriegen hast, wenigstens Stunden nein. Das Geld, das ist sicher mein Leiter gerne. Und dann soll ich noch sagen, dass du die Leute nicht hinausjagen sollst, in Not und Elend. Kälte. Na, bei der Kälte kann man jetzt schlecht rein. Hier zu mal Fuß. Und dann soll ich noch sagen, dass ihm Angst wird und dein Seelenteil. Ja, und wie langst du mein Geld? Ich stehe auf einem anderen Platten. Ich habe auch einen kleinen Platten. Da schon her, da steht's. Schwarz auf weiß. 1042 Schilling. Um 60 Groschen. Hä? Das sind 1240 Schilling. 60 Groschen. Jetzt, wo schreibst du das jetzt auf? Oder willst du dich gerade hervorragend zahlen? Das kann schon sein. Ich weiß es nicht. Also, du sagst, du stundest dem Schuster das Geld, nicht? Nein, nur ein Jockey. Und du kannst doch keinen Bauer ausrechnen. Er kann morgen zum Tag, bis spätestens mit dann hat der Schuster mal gewonnen fest. Ist gut, ich werde es ausrechnen. So, jetzt ist es aber Zeit für mich zu gehen. Denn als Kriminalist hat man noch etwas anderes zu tun, als für euch hin und her zu laufen. Ah, warte, ich gehe ein Stück mit. Auf deine Ärger, da brauche ich ein frisches Glas Bier. Ja, was sagst du jetzt, Kind? Hoffentlich ist der Vater vernünftig drin. Was du, dass der Rassinger, dass der Vater den Rassinger zu Tode geschickt hat, war eigentlich ein Schuster. Aber natürlich, beim Waffensohn. Ja, es könnte ja sein, dass es wegen dein ist. Aufgekratzt ist. Was sagst du da? Kommst du da mal einsteigen? Ja, freilich. Ohne. Aber was haben denn dann der Pfarrer und der Vater damit zu schaffen? Na ja, wenn halt der Hund nicht bald hat. Was meinst du? Ich weiß das nicht. Ich bin's nicht gewesen. Und wenn anderen nicht halt der Hund bald. Mara, Klause, du wirst doch nicht glauben, da ist der Vater. Natürlich. Wer sonst? Da gibst du mir gar keinen Zweifel. Ja, und dabei ist er schon 56 Jahre. Das kann doch nicht möglich sein. Dabei war bis jetzt nicht mehr sau vernünftig. Ja, dann wurden wir jetzt mal so verlassen. Aber es soll sich nicht glauben. Mit seinen 56 Jahren geht er uns immer nicht mehr als Konkurrenz. Und die Pony, die den muss auf der Stelle vom Haus? Warum? Den kann man nichts dafür. Außerdem hat der Vater gar kein Geld für ihn. Wie er noch sagen Gedanken gekommen ist. Du, Mutter, du hast uns gestern einen Sammelstich gelassen. Ja, wie soll er denn helfen, weil die ganze Zeit in der Truppen eingesperrt ist. Aber da ist jetzt ein Zeit, dann auf der Stelle komplett in umzukommen. Geh weiter, Mutter. Ich hab auf, damit ich mich mit meiner Hochzeit dann kommen kann. Ja, die macht sich gesagt, wenn du ein bisschen länger warst. Aber beim Vater, da ist es ja erste Zeit, ja, was war denn bei euch los? Was der Leonhard den Rassinger schon aufgeregt, ist Kurs gefragt. Du Stasi, da bist du schon bald ganz aus dem Häusl. Was gibt's denn? Ja, ist das ein Wunder, wenn man sauber allein muss? Stell dir nur vor, rein. Feinstern gehen wir heute. Ja, das ist ein Feinstern. Siehst du, heißt nicht nur, ich bin jetzt 60 Jahre. Ich habe auch so eine Schlechtigkeit. Kann mein Bruder schon zu. Der war schon immer so verdruckt. Wo war denn Feinstern? Unserer Bieren, der Froni. Da ist ja her. Geschleit ging es auch noch. Ja, wir sind da drauf gekommen. Erstens hat der Hund nicht bald. Und zweitens hat er die Froni keinen.
Vater. Ja. Man kennt schon was gern. Ich war der schlechteste Mensch. Nur weil mein Geld so verdammt. Ich hätte schon mal gut los und das auch schenken. Ein Darlehensverein oder sowas hätte ich jetzt.
Sind Sie gestohlen worden? Ich habe nämlich einen Fang gemacht. Einen ganz großen Fang. Wo hast du gefangen? Einen Handwerksburschen. Einen äußerst verdächtigen. Das war bestimmt der Kerl am Spalier. Was? Ein Handwerksbursch war das? Das muss ich auch gleich Steffen erzählen. Meint damit die Beine aber groß sein. Ich glaube nicht, dass das ein Handwerksbursch war. Das war ein schlimmer Bekannter. Ja, wenn er mich erkannt hätte, dann wäre er doch nicht davon gelaufen. Ich habe gerade draußen vom Hof geschnackt. Und das ist eine alte Geschichte, dass es jeden Täter einmal an den Tatort hinzieht. Ich bin ja nur neugierig, was er gestohlen hat. Ja, was sagt denn der Handwerksbursch dazu? Der leugnet natürlich. Aber das ist der beste Beweis. Wenn er ein unschuldig ist, dann braucht er doch nicht leugnen. Schade. Dabei habe ich ihn so schön geschnappt. Aber uns heißt eine Gemeinheit, hast du mal nicht, dass du dumm bist. Du nicht aufregen, Bürgermeister. Du brauchst mir nur sagen, was dir gestohlen worden ist. Ja, ich bin wieder. Oh, weißt du doch. Aber das ist nicht so wurscht. Stell dir vor, meine Sau ist fort. Eine Sau? Ja, was will denn der Kerl mit einer Sau anfangen? Du, meine goldene Sau, mein Glücksbringer. Ja, das ist ja nicht zum Glauben. Eine goldene Sau? Das ist freilich was anderes. Der ist muss ein ganz redenrechtlicher Fazit gewesen sein, der mir sowas angehört. Nur nicht aufregen. Ich werde den Fall schon aufklären. Jetzt aber der Handwerksbursche vor. Dann wird es ein verfickter Kriminalfall. Ich pfeife auf den Kriminalfall, weil sauber es wieder her. Die kriegst du deshalb auch nicht schneller, wenn du so schreist. Hast denn du den Handwerksburschen genau gesucht? Hast denn für einen Handwerksburschen? Einen Verdächtigen. Einen mutmaßlichen Einbrecher. Der wird natürlich die Sau schon versteckt haben. Aber das hilft ihm gar nicht. Ich werde sein Geständnis schon kriegen. Der war schon blöd, wenn er nie eingestellt hat. Er muss. Ob er will oder nicht, ich reiße ihn alle Augenblicke aus dem Schlaf, bis er die Nerven verliert. Wenn er jetzt auch nicht schläft, dann warte ich eben so lange. Ich bin nicht los, dann darf dort nichts an, damit er mir keine Fingerabdrücke verwischt. Denn wenn der Kerl kein Geständnis macht, dann brauchen wir Indizien. Indizien? Ja, meinetwegen, aber steht er nicht einmal an, sondern schaufe meine Sau hinterher. Du könntest nie ein Kriminalist werden. Du bist ja viel zu aufgeregt dazu. Schau mich an, wie ich meine Nerven in der Gewalt habe. Das glaube ich dir schon. Da ist es aber nicht, was gestohlen worden ist. Jetzt bloß keine Menschen etwas davon erzählen. Ich will nicht haben, dass mir einer etwas verpasst. So, jetzt werde ich mir am ersten Mal meinen Häftling vornehmen. Für Gott. Fertig. Dein Kriegsbringer, ich bin's du nicht mehr. Ja. Ich weiß nicht, was scheint vor. Ihr wisst ja mal, was mir das auch wert ist. Aber ich verstehe das nicht. Wieso wir ein Handwerksbursch wissen können, dass ich jetzt einen Glücksbringer habe? Ich glaube überhaupt nicht, dass der Handwerksbursch war. Er hätte mir ganz was anderes mitgenommen. Aber jetzt geben wir deine Stiefel. Eins an, dann geh wieder draußen. Aber wenn ich dein Kerl da ist, der ist mir gar nicht so passt, dass er zusammenkriegt. Mach keine Witz. Ja, der ist schon ganz narrisch. Das glaube ich gern.
schon gedacht? Nein, bis jetzt noch nicht. Kannst du aber froh sein. Wieso ich? Es gibt so schlechte Leute in unserem Dorf. Ja, man möchte es nicht, wie man möchte. Aber wer ist, was ist das? Wenn es rauskommt? Ja, wenn es rauskommt, wieso ich sag nichts? Wieso? Was gleich los? Wo nicht? Gute Idee. Wirst du nicht glauben? Weil ich gestern einen Spaß gemacht hab, dass ich war nicht überhaupt nichts. Aber hoffentlich ist der Betreffende so gescheit und versteckt den Glücksbringer recht gut. Wie tut denn der Bruder da? Weil jetzt kein Glück nicht mehr hat und der das so fest gehabt hat. Ja, der wird fünf Trostel lang müssen in nächster Zeit. Schade, dass der nicht kennt, der sich Glücksbringer gestohlen hat. Ich darf dann gerne was Bier dafür zahlen. Die ganze Stunde habe ich schon durchgesucht, kann man nichts jetzt so finden. Ja, ist die recht? Ja, fragen jetzt aus Auto und fahren wir mit Reber. Dann hast du nur auf Rassinger. Er wird schon was rausbringen, aber jetzt muss er wieder rein. Vier Teig benannt. Aber dein Kerl, den bringe ich ins Tuchthaus, der das gemacht hat. Zuerst muss er aber haben. Ich weiß, ob das nicht der Straf und sein Herbert ist, für das Unglück, das du mir gebracht hast. Dann entschuldige ich deinen Schwan an. Nimm schon mit und heirat. Meins ein Obst. Das wird nicht viel wissen müssen, mein Lieber. Zuerst darf er den Hopfen fressen und mir gerne den putzen. Ja, hinter sein. Ja, aber der Fressner, das ist ein Scheiß da. Wenn du uns den Eifel auswahrst, wo ist denn der? Und du hast keinen Glücksbringer mehr aus. Wenn einer anderen hat, wer der gestohlen hat, da ist es nicht erfahren. Das ist ja ganz klar. Derjenige, der jetzt den Glücksbringer hat, hat das Glück. Also kann ich mal nicht aufkommen. Ich gehe jetzt ganz süß drauf.
dramatisch fort. Aha. Wenn der Kerl bei der Tür herein ist, war nicht größer als 1,85 Meter. Und wenn es ja gebucht hat? Stimmt. Muss ich in Betracht ziehen. Das ist jetzt der erste Anhaltspunkt. Wenn wir genau da hätten, könnte ich vielleicht Fingerabdrücke finden. Wenn Sie da oben waren, dann brauchen wir nicht, ums schwarz werden zu sein. Nur ruhig bleiben. Fingerabdrücke müssen auf alle Fälle her. Vielleicht kann ich woanders welche finden. Ja, vielleicht am Spalier. Stimmt. Nach dieser Richtung hin muss ich Erhebungen anstellen. So, jetzt werde ich aber mal den Tatort untersuchen. Ja, da habe ich ja schon alles nachgeschaut. Du als Laie kannst freilich nichts finden. Bleibst du einfach immer schön hinter mir, damit du mir keine Spuren verwischt. Zeugen hab. Na gut, dann geh mit. Aber dein Gesicht bei
mal hin. Ja, vielleicht im Sitz. Was, Conny? Vielleicht auch für den Mann. Was hast du denn gesagt? Sag mal so, Pfeffer, ich hab den Mann. Was? So, was hast du getan? Der ist halt nicht so. Ja, da ist das gleiche dran wie mir. Was, Conny? Stell
sehen, wo schon der Kreitrau ist. Na, jetzt bin ich früher kommen müssen. Jetzt habe ich rausgeschmissen. Was, was? Ohne nichts wohnen? Ja, du hättest es mir lieber da geholt. Vor allem, da ist es dann so fast. Sieh auf den Hof, wenn ich gut bin. Ja, streit sie immer noch. Ach so, du bist gut? Ja, was denn sonst? Meinst du vielleicht? Ich kann nur da bleiben, nach allem, was passiert ist. Du wolltest für mich einen Finger verlieren. Ich pack jetzt meine Sachen und dann geh ich. Ich bin jetzt aber, glaube ich, war. Dann darf ich den Glücksbringer die ganze Sache zuschreiben. Hier ist der Esche. Jetzt gibt er was aus dem Auto an. Wieso? Bist du auch gut? Ja, Frage. Ich kann nicht mit dem Bader Wein aus. Hast du jeder andere, ja? Ich glaube, der ist mir jetzt die Richtige. Bei der bleibe ich. Hab da ja Glück. Ja, was ist denn das wieder für eine? Fahne. Was ist denn Fahne? Ja, warum sollst du nicht verrückt sein? Du musst der ganze Hof spielen. Willst du es vielleicht heiraten, oder? Ja, heute. Dann gratuliere ich. Besonders du dein Schwiegervater. Da war so auch nicht. Dass du noch keinen Vater mehr hast, das wirst du wohl begreifen. Warum? Weil ich die Fahne ausgespannt habe. Das musst du selber wissen. Ob du so einen Weg mit verzichten kannst. So, jetzt packe ich meine Sachen. Und wenn die Hochzeit ist, jetzt kannst du der Zeitung reisen. Schade, dass er schon draußen ist. Den hätte ich jetzt gar nicht erzählt, stellen lassen. Du, wer hat? Du hast mich schön zusammengekriegt. Na, du willst das kaum fallen lassen. Ich will nichts mehr hören von deinem Ganzen. Meine Ruhe will ich haben. Ich fürchte, dass du dir ansagst, dann hast du nichts zum Lachen. So, ich bin gerichtet. Du bist nicht bald eingebrochen mit dem Unsinn? Das hättest du schon früher überlegen müssen. Ich kann jedenfalls in deinem Haus nicht mehr bleiben. Muss ich doch schlecht, bin Stasi. Der Ehrenhaus hat es keine besseren Dinge. Ja, Pauli, du musst es ja auch weißt du, wenn der. Sie wird schon selber wissen, was mich beleidigt, Franzschutz, schuldig ist. Wo fährst du denn überhaupt hin? Fahren? Das brauch ich nicht. Ich komme zu dir, Leute. Zu mir? Alles geht irgendwie. Warum soll das nicht gehen? Ich führe die Wirtschaft von dir da. Dann hast du mich um die herum. Das hast du ja verdient. Und ich komme ja gern zu dir rein. Doch, habt ihr die Leute uns rein, wo der Birger und auch du reinkriegst? Wie scheint. Da hängt so keine besondere Freude bei deinem Besuch, ja? Gell, wie kannst du das sagen? Es ist nur, ich weiß nicht. Ich weiß schon. Du bist ja schon immer so ein bescheidener Mensch gewesen. Aber lehnt mir jetzt den Kopf und der Gamer. Ja, nicht. Schau. Da ist es schon ganz durcheinander von lauter Freude. Ja, und damit der Geld vollkommen ist, lass mich ja sogar scheiden. Ich meinst du, ich könnte gemeinsam mit dir eh bringen? Warum denn nicht? Wenn sie ja nicht anders haben will. Aber jetzt nehmen wir mal den Kopf verlängst, gell, und dann gehen wir. Es ist ja traurig nur, dass man das gar entnehmen muss. Nach fast 30 Jahren. Vielleicht begreifst du dir später mal, was du mir gehabt hast. Das Schweinernetz, das in der Speisstelle, muss heute noch gegessen werden, bevor sie wird. Ganz von Wein, der den aufkasseln. Was sonst noch was zu sagen? So leid noch der hat. Wie du willst, komm rein. Bruder, jetzt kenne ich dich aus der Richtung. Ich glaube eins. Du tragst ein bisschen schwer an den Kopf, was? Ja, jede Schlechtigkeit muss beschafft werden. Gib mir zu. Aber so schlecht bin ich auch nicht gewesen, dass ich auch so eine harte Schlacht verdient hätte. Ach schade, dass die Fahne schon gut ist. Aber vielleicht hole ich sie wieder zu. Ja, Frage, da ist du das passend, dass du den Schaum als Bürgermeister aus so schlecht Beispiel zu geben? Oh nein, lieber Leins, weißt du, ein Bürgermeister ist ja schließlich auch nur ein Mensch. Thank you.
Ja. Entschuldigung, jetzt habe ich noch. Ja, kommt nicht raus. Aber es war doch möglich, dass ich dort selber kam. Du, dann darfst du nicht fragen, warum und wieso. Weißt, da reicht alles wieder am leichtesten ein. Jetzt müsste man schon mal schwer überlegen. Ich darf dafür einen Gefallen erweisen. So quasi Kenntlichkeit. Ich komme dann weiter gehen, wo der Kriegsbringer ist. Da fahr ich nichts mehr her. Kein Wort mehr. Jetzt fällt einer aber schon wieder los. Und die 8000 Schilling, ich meine, der ist lieber. Ah, der Ego weiß ja von Schmerz. Du, Leonhard, meinst du, da sind es ein bisschen aufgenommen, oder nicht? Ich meine, für den Volk, dass es wieder zurückkommt, die Stasi. Aufräumen? Wie? Okay. Ich darf sie gut ausräumen. Ich werde mir heute mal den umschauen lassen. Das ist lieber nicht. Du wirst auch gewöhnt, nein. Der Durst, der Gott sagt, das wäre schon sicher, aber das ist das, was noch kommt. Weißt, ich hab das ein bisschen aufgenommen. Aber ich kann nur nichts Näheres dir noch sagen. Du warst ja gestaunt und schon botzt du mein ganzer Plan. Ich geb dir nicht gut Rat. Wir haben ein Schlauch da drin, gell? Und jetzt geht es all. So ist das. Ich muss hier gleich rein. Da soll ich mich nicht lang aushalten. Aber das ist der Umschlag aufgeben. Ausschau, dass du da rein. Ich glaub's da ja, heißt Bauer, dass man den recht einsehen müsst. Wie
Mir ist ja selber schwergefallen. Denn was? Nein, nein, um eh, ist nicht mehr das Beste. Aber was kennen denn die jungen Leute dafür? Und dann habe ich euch angesagt. Oh, du guter Kerl. Ja, da ist mal schlimmer, mein Bruder. Da sitzt gut vor. Aber was soll ich tun? Wenn sie die jungen Leute gut so viel mehr haben. Ja, gern dir vielleicht, dass ich dazu auch ja sag. Da ist kommt sie gar nicht mehr drauf an. Oder der Uhr, so wie es auch schon verstoßen hat. Ja, das wird immer scheiner. Aber es wird sich schon rausstellen. Oh, wir brauchen ihn nicht. Oh, bin ich jetzt aber neugierig. Wie du das jetzt machst. Oh, schau's dir. Ja, komm mal schon. Ja, geht mir nur blöd. Was ist das? Ich wollte mir die Frau nicht gleich mit. Ich wollte es mir überrumpeln. Aber so bei mir kein Geld. Das ist die Gastfrau. Ja, das hat nicht geklappt, dass wir so schnell auf den Bett hinkommen. Auf mein Bett? Was soll das heißen? Ich kann mir heute vorstellen, wie die heißen Patienten gehen. Und wenn wir kommen, dann kommen sie sehen gehen. Sonst kannst du nichts von ihr haben? Hätte die vorne sehen, hat nur gefallen. Das hätte ich nicht begonnen, wenn du einzeln geblieben wärst. Und wenn ich vergötter die Ausgaben hast, das verstehe ich nicht. Wenn du dir kommen, wenn du noch nicht geschickt hast. Redest du nicht Chinesisch mit mir? Ich verstehe kein Wort. Wer sagt denn, dass ich noch aufgebe? Ich verstehe nicht. Doch draus nur, so wird man so sein. Komm wieder, ich verzeihe. Eisenbauer, Bierdorsler. Ja, immer scheiße, ich bin ja tragisch. Der Hund, der ist ja nicht von mir, der Dorsler, gar nicht so lang. Wir scheinen, der treibt schon wieder. Wir reiht gar nichts. Ja. Er ist ja gleich schon rausgegangen. Aber da will ich rausfinden, wenn er es auch blamiert hat. Ja, das kennst du, das blamiert ist. Du bist ja gescheiter, ich geb schon zu heuer zu. Voll den Stoff nicht rein. Ja, dann setz ins Platten, dass ich keinen Vater mehr hab. Komm, Freunde, gehen wir wieder. Wollen wir nicht warten, ob es der Vater anders überlegt? Ja, da wird eigentlich schon mal sauer bleiben, he? Und bei dir habe ich wirklich schon Ruhe gekommen. Da siehst du, ich hab nicht mehr eifersüchtig auf dich. Komm, gehen wir. Ich hab dich jetzt so kurz. Was willst du noch da? Kannst du auch verschwinden? Hat da auf eine Bestätigung? Ich bin ein Ordnung weg. Ja, so, ich kann schon. Mein Weg, dann kannst du auch für Sport werden. Du musst jetzt nicht so passen gehen, ne? Wie ich es finden wollte, dass du daheim zugebe. Aber jetzt geht nicht. Du musst ja wissen, was du tust. Bis jetzt ist mein Glücksbringer noch nicht auf. Alles müssen wir nicht wissen, dass wir von der Oft falsch war. Das ist jetzt auch dumm. Der ist noch mal ganz klar. Du hast gehört, dass du mein Bruder bist. Ich suche dich überall. Was willst du von mir? Der Herr Frau ist gerade von mir drüben. Ja, was? Wichtig ist Zeit mit dir. Mit mir? Ich weiß nur, ich meine, da ist wieder Ziel, mit dir Schlusschen zu werden. Er will nur nicht wissen, wo du denn eigentlich aus dem Herkunft hast. Ich habe ihm erzählt, dass du das Geld für mich gekriegt hast. Aber in deinem Klausen, da habe ich das sicher nicht, gell? Da kann ich mich nicht mehr so genau erinnern. Aber ich? So, Schuster, ich habe 8000 gekauft. Lauter Bogen rein. Mir ist noch nicht ernstlich. Wir werden dir wollen. Von außen sieht man das keiner. Dazu kommt, dass ich mich nur zu genau erinnern kann, wie du dich für den Kriegsbringer interessiert hast. Ich weiß nichts von dem Ganzen. Dann sagt es doch der Herrn Pfarrer, wo du das Geld her hast. Aber lass mir zu dem warten. Verstehst? Das ist jetzt auch dumm. Was tue ich denn nur, damit nicht mein ganzer Darlehensverein ans Licht kommt? Weißt du nichts? Ich lasse meine Buchführung verschwinden. Kann man nichts mehr erinnern. Aber wo ist denn hin? Ah, das geht. Ich mache ein kleines Feiern. Ja, sag mir den! Was ist denn das? Das ist nicht der Kriegsbringer ist. Dann bin ich blind. Du wärst auch drin, dein Name. Ach, da kommt man schon. So, da hat es deine Bestätigung. Meine Bein kannst jetzt gehen. Gut. Wenn ihr es nicht anders haben müsst, dann glaub ich halt. Hast du morgen geschaut, dass du es aufwachst, ne? Da ist nicht das verpasst. Ja. Kein Problem, eins gegangen. Das heißt, Bauer, ich gebe die Hoffnung da noch nicht auf, dass der Kriegsbringer gefunden wird und bei uns schon unterwiesen ist. Der wird sie bestimmt nehmen. Das gibt's, glaubt niemand. Da war ich mir jetzt nicht so sicher. Weißt, wenn er auch noch so gut versteckt ist, kann er plötzlich ans Licht kommen. Ist er versteckt? Ja, der was gestohlen hat, wird wohl auch versteckt haben. Muss nicht auch. Nur, wenn ich hätte nur verstecken. Das
Ich freue mich verplext, die ziehst du oder nicht, ha? Aha, jetzt kenne ich mich aus. Ha, jetzt ziehst du wieder. Ja, dann schon ganz so. Vielleicht hast du ein Das ist Luder ist verstopft. Ach du, ja, ich glaube, es ist schon. Bürgermeister, Heißenbauer, ah, da bist du ja. Denk dir nur, ich hab's gefunden. Ja, das gibt's doch nicht. Ja, warum soll es denn das nicht geben? Pauli, warum soll es denn nicht geben? Seit ein paar Tagen ist ja alles möglich. Ja, wo hast du denn meinen Glücksbringer? Ja, den hab ich nicht, aber meinen blutigen Handschuh. Ach so, dein Romanwirt hat er gefunden. Heißenbauer. Du wirst umsonst frei. Den Glücksbringer krieg ich schon auf drauf. Ich muss erst den Schluss lesen. Vielleicht kann ich dann den Fall auch schneller auflösen, ohne dass ich es weitermelden muss. So weitermelden? Wie würde kommen, dass ich da noch mal eine wäsche? Ja, wenn ich keine Spur finde und nicht weiterkomme, dann muss ich es nach oben weitermelden. Das weißt du genauso gut wie ich. War nichts muss. Wie würde kommen, dass die Burger rein auch mal anfangen und der Glücksbringer. Wenn Sie das denken, oh, Mann, ich bin nicht so sicher. Was sagt ihr, wo mein Romanbücher war? Heute am Morgen, denke ich mir, nachts zur Abwechslung einmal dein Bett. Und da, 2 Grad unterm Kopf essen. Es ist die Regel. Hast du also eigentlich deinen Mann, der ist wohl schon unrecht an? Ja, der hätte schon mitgenommen, wenn er es nicht gefunden hätte. Du bist sowieso schnell beim falschen Verdacht. Das ist ja mir nicht anders gemacht. Der Verdacht ist erst auf dich gefallen. Weil der Rassinger, der ja genau beschrieben hat. Und so, wo hast du denn die Beschreibung hergehabt? Ja, da drinnen. Spät das genauso. Dann hast du also gar keine Spuren gehabt? Nein. Wieso? Es hätte auch in deinem Fall zutreffen können, dass die Beschreibung auf die Schuster gepasst hat. War ein kleiner Zufall. Aber das ist nicht so. Was sollst du denn?
bringen, wird jetzt nicht mehr Leib beistehen. Und wenn die Hochzeit von Frauen hier auf dem Steig fließt, dann denk ich noch, was ich da jetzt gesagt habe. Auf das Schwimm ist mit der Wind. Soll ich auch nichts von nichts bringen. Das geht doch nichts an.
Rassinger. Man kennt ja auch leicht einmal was von rein. In der Kastel, oder in der Schublade, oder in einem Ofen. Muss nicht auch. In einen Ofen? Ha, das ist einmal ein spaßiger Platz. Jetzt hört's einmal auf mit den Nummern gleich. Es könnte auch leicht einmal vorkommen, dass auch eine Absicht mit was dabei. Oder mit deinem Namen in einen falschen Verdacht bringt, da war da so oben. War kein schlechter Platz. Vor allem im Sommer. Da schaut da sicher keiner rein. Und das aber ein Kriegsbringer hätte da sicher einen guten Platz. Mach das Bier zu, Blatt, das Zirk. Du bist doch einmal sehr aufgeregt. Aufgeregt? Ich? Das ist ja zum Lachen. Ich bin in die Ruhe selber. Vielleicht regt es auf, weil er in Zukunft Schwiegervater wird. Ein Schmarrn wie ich. Wollen wir jetzt nicht auf den Kriegsbringer rein? Singer, nutzt der zwei. Schau mal her da. Oh, schau her. Eisenbauer. Singer, komm da mal her. Du, mach das Bier zu. Das ist einmal Ruhe. Der gibt